Oh nein. Das nächste Rätsel hier in Blossom Tales. Wir sind mitten im zweiten Dungeon. Und ich kann ihn mehrmals schieben. Okay. Das ist interessant. Weil ich glaube, es ist einfacher, wenn ich den hier benutze für da drüben. Oder? Okay, warte, Moment. Ich muss aufpassen, dass ich aus Versehen in eine rote Blüte trete, weil dann reset sich alles und das will ich überhaupt nicht. Okay, der ist schon mal drinne. Jetzt lass mich nachschauen. Ich glaube, der kommt nach oben und dann halt nach ganz rechts. Würde. Nach ganz links meine ich. Genau. Jetzt glaube ich, bin ich schon fast auf eine rote Blüte getreten. Ich glaube, ich bin fast fertig. Das ist natürlich jetzt knifflig. Ich glaube so rum. Ich wollte gerade andersrum machen, aber das wäre falsch gewesen. Und so ist es richtig. Leicht Herzrasen, aber es geht noch. Und wie ihr sehen könnt auf der Karte, wir sind bald da. Beim Bosskampf dieses Dungeons. Und dann? Wo geht es dann weiter? Dann hätten wir ja schon 2 von 3 Zutaten, die wir brauchen, um den schlafenden König, Sleeping King, zu erwecken. Verschwindet. Nervige Hothead-Viecher. Na komm, trau dich. Ah, trau dich nicht. Ach Mist. Oh! Ich lebe noch. Alles gut, Freunde. Alles gut, ich lebe noch. Ah! Schade. Das Geld fliegt mir einfach in die Lava. Das nenne ich Betrug. Oh. Ja, da muss ich jetzt. Ja, da musste ich jetzt Damage nehmen. Ich glaube, theoretisch kann man auch über die Lava durchdashen, so durchrushen, so gesehen. Ganz schön durch. Aber muss ja nicht sein. Ich will ja so gut es geht meine Leben behalten. Weil, ja, ich habe einen Heiltrank und 2 One-Ups. Aber die muss ich ja nicht verwenden, ne? Muss ja nicht sein. Außer es muss sein. Aber es muss ja nicht sein. Von daher, alles gut. Und hier ist nicht mal alles gut. Was geht hier ab? Ah, Skelette! Warum sind die blutverschmiert? Oder vielleicht sind das ja so Rubin-Skelette. Wisst ihr? Um so eine Verzierung einfach. Das könnte ja auch sein. Oh, das waren explosive Fässer. Ups. Whoopsie, whoops, ey. Was bist du für einer? Ah. Sein Knochen. Macht mir ein bisschen Sorge. Okay. Aufgepasst. Und schnell rüber. Oh, die machen sogar Schaden, die Fässer. Oh. Ach, Mist, zu früh. Schade, das war zu früh. Leider zu früh. Okay. Aber wir sollten niemals zu früh sein am Ende des Dungeons. Da kann man nicht zu früh sein. Da ist es vielleicht sogar besser, früher da zu sein als der Boss selber. Ich weiß nicht, wer der Boss sein wird, aber wir wollen natürlich nicht, dass er sich vorbereiten kann auf unseren Besuch. So, und da ist der Schalter. Einfach mittendrin. Weiß ich auch nicht, was für diesen Schaltern halten soll. Die geben irgendwie keinen Purpose. Das ist einfach mitten im Raum. Keine Ahnung, Freunde. Warte. Oh, oh, oh. Die Drachen haben einen Laserspei drauf. Gar nicht gut für uns. Okay, komm, lass mich durch. Ja! Danke. Und. Wir sind fast da. Ein Rätsel noch. Ah, so ein Rätsel wieder. Verstehe. Okay, da oben ist das Exit. Oh, und Teleporter. Alright. Nein! Oh, und dann wäre es das gewesen hier. Aber der Teleporter zählt trotzdem noch. Hä, dann müsste ich ja theoretisch eigentlich gar nicht dieses Rätsel machen. Hä? Ah doch, ich muss es machen, sonst geht die Tür nicht auf. So ist der Hase. Hä, warte mal, was ist, wenn ich es andersrum mache? Also von hier aus? Macht das Sinn?
Das Rätsel so rum zu machen? Nö. Nö, macht es nicht. Okay, lass mich noch mal schauen. Naja, nee. Das hat nichts gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das hier wirklich so unbedingt richtig mache. Das wirkt mir auf jeden Fall nicht richtig. Ja, das muss frei bleiben. Hier muss ich lang. Aber dann bleibt der eine da schon wieder frei, wie vorhin. Der hier, wie kriege ich den ausgefüllt? Es sei denn... Oh, Moment, ich glaube, ich habe es. Es sei denn, ich mach's von der... Na, wann ist der da oben wieder... Mann! Wie kriege ich den dann? Moment. Ich hatte einen Geistesblitz. Juhu! Okay, wir sind jetzt bei der grünen Grottenmitte angekommen. Warte, Mitte? Ich dachte, wir sind hier durch. Ne, wir sind durch. Okay, keine Ahnung, was das Ding meinte. Ein Flammenmagier. Wer wagt es, mein hochheiliges Grab zu betreten? Eine Ritterin der Rose auf einer Mission für den König. Damals war ich ein hoher Magier des Königreichs, aber das war vor langer Zeit. Zieht euer Schwert. Ich wünsche zu sehen, wie sich die heutigen Ritter mit denen vergangener Zeiten vergleichen lassen. Wow, was zur Hölle? Oh! Machen gegen den Typen. Aua. Sind wir nicht das. Vielleicht erstmal abwarten, bis da irgendwelche Anzeichen zeigt von Schwäche. Du musst Schwäche zeigen. Ach Mist. Oh, das Feuer ist... Nee, ist nicht anvisierend, aber es wirkt gerade so. Ja, woher soll ich das denn wissen, dass du in der Mitte aufkreuzt? Ich weiß halt nicht, ob ich ihm Schaden mache. Ich erkenne das nicht. Boah, Hilfe, blinkende Lichter. Schau dich dieses Video nicht an eurem Handy an. Morgens früh oder abends im Bett. Das tut ja weh. Den Augen. Weiß nicht, mach ich ihm Schaden? Wow. Ah. Ey, was zur Hölle? Reicht jetzt? Ist das genug? Ich glaube, ich mache überhaupt keinen Schaden. Ist auch nur so ein Blum. Habe ich irgendwas, was ihn aufhalten könnte? Wir haben so einen Schmetterling, der kämpft mit, aber ich glaube, bei den Gegner ist das nicht unbedingt das, was wir brauchen. Vielleicht muss ich irgendwas Bestimmtes bei dieser Attacke machen. Oder einfach nur abwarten, bis er all seine Angriffe gemacht hat, weil die sind jetzt ein bisschen anders als vorhin. Ich kann wirklich nicht erkennen, ob ich mir Schaden mache oder nicht. Oh, Moment. Ah! Was ist mit diesen Plattformen hier überall? Die gehen ja kaputt. Kann ich ihn irgendwie da reinschleudern? Oder mich selber reinschleudern? Cool. Oh Gott, ich brauche jetzt mal ganz schnell einen Drinky. Ich versuche mal alle Felder wegzumachen. Hilft das irgendwie? Ah, die kommen nur wieder, die Felder. Nee, irgendwie hilft das nicht. Mann. Oh, wieder der Mist. Was mache ich gegen ihn? Scheinbar mache ich irgendwas falsch. Oder? Ja doch, der macht immer das Gleiche. Mache ich ihm Schaden? Ich glaube nicht. Vielleicht sind es wirklich die Bomben? Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass es vielleicht Schaden macht. Boom. Boomba! Ernsthaft, der lebt noch? Gut, vielleicht mache ich ihm auch keinen Schaden, ich weiß es nicht. Mist. Er macht mir auf jeden Fall sehr guten Schaden die ganze Zeit. Was nervt. Oh doch, es waren wirklich die Bomben. Oh. Okay. Damit haben wir... Was ist das denn? In der Truhe fand Lilly einen blauen Bumerang,
Diese mächtige Waffe kann mehrere Gegner in einem Wurf treffen. Wir sind jetzt wirklich noch nicht fertig? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war wirklich nur die Mitte. Aber hey, wir haben eine neue Waffe. Einen Bumerang. Der wird bestimmt super wichtig sein. Und kann er die auch killen? Oh, dann ist er geil. Dann ist er ja besser als Pfeil und Bogen, weil... Aua. Weil der kann ja wirklich killen. Okay, gut, das kostet natürlich auch viel. Aber trotzdem, der... Oh, schau mal. Oh, der kann sogar durch Wände gehen. Ja, dann ist er alle Fälle besser. Oder nicht? So interessant, wie der funktioniert. Mein Charakter ploppt so kurz auf, so plopp. Oh nein, schnell. Nein, nein, Hilfe. Okay, da muss ich schnell rein. Verschwinde! Gut, gut, gut. Nimm das Herz mit. Oh, jetzt gibt's nochmal. Oh, wir sind doch lange nicht fertig, Freunde. Ah! Also, wenn ich den Bumerang einmal werfe, muss ich mich bewegen, dann bewegt er sich in die gleiche Richtung. Das ist so ein magischer Bumerang, der mir alles nachahmt, was ich für Bewegungen mache. Das ist interesting, das ist wirklich sehr interessant. Oh, ihr nervt! Schwindet! Aua! Tut weh, Mann! Jut! Ja, ein bisschen Geld sammeln kann auch nicht mehr schaden. Wir brauchen nämlich wieder was. Nachdem wir beim letzten Mal so viel ausgegeben haben. Und... muss ich den... Ich glaube, den muss ich mit einem Pfeil... Ja, mit einem Pfeil. Aha, das war einer von vier. Killt das die? Killt das die? Nee, leider nicht. Oh, danke fürs Herz. Danke fürs Herz, sag ich. Und schnell weg. Oh Gott, schnell weg. Oh, verschwinde. Ah, warum mache ich das? Oh, hier oben ist noch was. Ein Rätsel. Okay. Ja, kann man machen. Muss ich nur kurz nachdenken. Nicht meine beste Stärke. Aber kriegen wir hin. Okay, hab's herausgefunden. Ich musste es mir ein bisschen anschauen. Aber jetzt habe ich's. So. Fast. Moment, Moment. Erst nach oben schieben. Dann links zur Seite. Das war's auch schon. Ja, genau. Okay. Wo führt der mich hin? Okay, auch zu einem Schalter. Okay, sehr gut, dass ich noch nicht weggegangen bin. Weil ich dachte wirklich... Ah, ich hatte wirklich, wäre nichts mehr. Hm, wie komme ich an die hier ran? Jetzt werfen. Habe ich die schon gemacht? Ach so, stimmt, klar habe ich die gemacht. Lul. Ach, wow, ma. Ist doch Hölle. Tschüss. Danke und nicht danke. Blum, 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 blum. Boah, knapp. Aber wir haben's. Wir haben's. Was soll das denn jetzt hier? Hm? Oh. Gar nicht mal so einfach, finde ich. Machen wir erstmal oben. Erstmal das Rätsel. Ach, nicht sowas wieder. Obwohl. So schwer wirkt das nicht auf mich. Sieht ziemlich basic aus, wenn ihr mich fragt. Aber mich hat ja keiner gefragt. Oh. Oh. Verstehe. Man muss also so lang gehen. Nee. Also vielleicht, aber so wie ich es gerade gemacht habe, nicht. So wahrscheinlich. Habe ich gerade... Ich bin an den falschen Punkt angekommen. Das war nicht gewollt. So, so. Ja, ja. Ja. Ach, dann ist das aber weg. Nee. Oh nö. Das ist ja gar nicht mal so. Das ist ja gar nicht mal so einfach. Könnt ihr euch das vorstellen? Ach, Idiot. Okay, jetzt verstehe ich das, warum das hier ist. Weil es wirklich nicht einfach ist.
Dang it! Es ist, glaube ich, egal, ob ich nach links oder nach rechts am Anfang gehe. Es ist einfach nur wichtig, wie ich das hier insgesamt mache. Und wie ich es gerade mache, ist es einfach falsch. Ja, jetzt bin ich hier wieder angekommen in dem Punkt. Hä? Warte. Aber bisher das hier... Mann. Aber bisher das hier, was ich gemacht habe, das ist ja eigentlich gar nicht... so verkehrt, wollte ich sagen. Bis zu dem Punkt, wo es verkehrt war. Warte, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich so gehe. Also gar nicht mal so falsch. Aber schaut mal, ich kann doch den hier machen. Haha! Ausgedrückt! Jetzt habe ich es, glaube ich. Ich bin der Sache falsch angegangen. Meine Methode hat überhaupt nicht funktioniert, aber das hier. Das klappt perfekt. Wuhu! Oh yeah! Wuhu! Keine Ahnung. Boomerang? Nee. Pfeil und Bogen. Habt ihr aber schon gesehen hier? Wir haben schon die Hälfte der Items. So mehr oder weniger. Ist nur interessant. Bin gespannt, wie lange das Spiel übrigens am Ende gehen wird. Weil es sind bestimmt mehr als 3 Dungeons, oder? Was soll ich denn hier machen? Der muss weg. Der muss dahin. Und der muss dahin. Weiter im Text. Der muss erstmal weg, der kommt später erst. Ist das richtig, dass der dahin gehört? Da war ich mir gar nicht mal so sicher. Ich würde aber jetzt den hier wegschieben, damit ich Platz habe, den hier. Den hier hinzu. Ja, doch, so ist richtig. Ich hab's richtig. Doch, passt. Zack. Jetzt außen rum, ohne die Blumen zu berühren. Die Blossoms sind geblossomt. Schön. Und das hier ist der 4. und somit letzte Schalter. Und ich finde es irgendwie komisch, dass man mitten in der Cutscene seine Waffe wechseln kann. Ach, schade. Kommt her! Ich will euch von hier aus schon erledigen. Erledigen, Diego. Mann, ich würde sehr gerne, aber die kommen nicht zu mir rüber. Jetzt komme ich mal rüber. Ja? Es scheint aber noch einiges zu kommen. Als ob. Als ob. Was geht jetzt ab? Ah! Ah! Verschwendet! Verschwendet! Aua. Aua, aua. Aua. Die machen Boom Boom? Ja, die machen Boom. Oh, geil. Der kann Items einsammeln. Okay, der Boomerang ist ja richtig gut in diesem Spiel. In den meisten Zelda-Games ist der Boomerang wirklich langweilig oder lahm oder basic. Aber hier in dem Spiel ist er so gut, wie er nur sein kann. Also besser kannst du ihn nicht machen. Was sind das für Mages? Hilfe. Verdammt, verschwinde. Boom. Oh Gott, oh nein, der spawnt immer wieder neue. Schaut mal, was ist das hier für ein Spawner? Ich meine, okay, Geld kann man mit denen machen. Manchmal, oder? Droppen die kein Geld? Hab ich gedacht. Na, ist auch egal. Gehen wir weiter. Vielleicht versuchen wir die einfach alle zu ignorieren. Oh mein Gott, da kann ich nicht lang. Ich brauche einen Schlüssel. Kann ich den Schlüssel ja gar nicht. Ach, hier geht's nach links und rechts. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ha. Haha. Und diesen Kampf gegen. Ah! Drachen! Wie sehe ich die denn? War das nicht der Boss aus dem ersten Dungeon? Zwischenboss aus dem ersten Dungeon? Da hatten wir den hier in diesem Dungeon. Bin mir gerade nicht sicher. Wie sehe ich ihn denn? Bomben? Pfeile? Was war es denn nochmal? Scheinbar nicht Bumerang. Was war das? Hilfe, ich krieg richtig viel Schaden von denen. Nee, Schwert. Hä? Wieso habe ich die dann vorhin nicht getroffen? Mist. Ach man. Das ist voll schwierig. Oh, 2 habe ich erwischt. Komm her! Das war gar nicht so einfach. Damn it, ich brauche dringend Leben.
Warte, hier war schon der Schlüssel drin, aber was ist denn dann auf der anderen Seite? Hilfe. Hier rechts muss doch auch noch was sein. Oder ist hier Bonus? Nee, ist auch ein Kampf. Ach komm, nein, nicht noch mehr von euch. Ach nee, verschwinde. Okay, die beste Taktik ist wirklich auf die drauf zu sich drauf zu steuern auf die. Schön, schön. Ach, da machen wir auch direkt genug Damage dadurch. Das ist gut zu wissen. Bam! Und der letzte. Oh, ich bin fast tot, Nein! Nein! Es war so klar. Oh Mann, das ist unser erstes One-Up. Wir haben ja noch eins für den Endboss von diesem Dungeon. Jetzt stirbt doch endlich! Verdammt! Jetzt geht down, Mann! Wieso kann ich ihn nicht stunnen? Eine Sache, die beim Bumerang fehlt, ist, dass man nicht stunnen kann. Das ist das Einzige, was noch fehlt beim Bumerang. Ah, wirklich. Oh, danke, Spiel. Zumindest ein Heiltrank, aber ernsthaft, im schwierigeren Raum ist nur ein Heiltrank? Das hat sich also nicht gelohnt. Das ist einfach nur eine Falle. Okay, Mist. Habe ich gerade richtig gesehen? Sind gerade die Mages in Blut explodiert? Habe ich das noch richtig gesehen? Oh mein Gott, Spiel. Was zur Hölle? Was geht jetzt ab? Oh nein. Oh nein. Mach Boom, 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 Boom. Alles muss in die Luft gehen. Alle und jeden. Alles und jeden. Sehr schön. Puh. Was geht hier ab? Ein bisschen viele Feuerviecher, wenn ihr mich fragt. Wo geht's lang? Nach rechts bestimmt. Bestimmt. Es geht immer nach rechts als erstes. Es geht nicht nach... Aua. Das da weh. Aua. Das sowieso. Warum sind so viele von euch da? Jetzt reicht's. Bam. Mann. Nein, ich konnte nichts machen. Ich war stark in der Ecke. Ach komm, jetzt reicht's. Hä? So. Plop. Oh, er hat ihn zweimal. Oh, er hat ihn zweimal. Aktiviert ihn zweimal. Das ist böse. So muss ich ihn so, während der Bumerang zurückfliegt, aktivieren. Hm. Wir lernen ganz viele Techniken kennen. Warum sind hier Bomben überall? Was geht hier ab? Was zur Hölle? Eine riesige Explosion. Ach komm. Skelettkämpfe sind auch nicht so einfach, finde ich. Aber ich stelle mich wahrscheinlich auch nur an. Vermutlich ist es das. Ah. Ach Mist, ich weiß noch nicht, wann die angehen. Nein. Mindet. Boah, die Explosion. Bam. Für das Leben. Danke. Besser noch das Geld. Werde ich eigentlich sofort geheilt, wenn der Bumerang das Herz aufsammelt? Oder muss ich erstmal es berühren? Oh, aua. Ich dachte, wir können hier friedlich durch. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe. Ich will halt nicht immer alles mit Krieg und Blut und Verguss, mit Blutverguss und Krieg und Ärger und alles regeln, sondern vielleicht auch mal mit Friede, Freude, Eierkuchen. Ich mach euch ein. Seid ihr alle glücklich. Dann bekämpfen wir uns nicht mehr. Weltkrieg ist vorbei. Für immer. Das ist das Good End von Blossom Tales. Aber im Leben gibt's nun mal kein Good End. Sondern nur Tod und Verderben. Also hier in dieser Welt. Es gibt... In den wenigsten Räumen in diesem Spiel gibt es keine Gegner. Denk mal drüber nach. Ah, Lava, aua, aua, heiß, 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 heiß. Ah, ich brauche Herzen. Ich will mich nicht heilen müssen. Oh. Hallöle. Was geht denn jetzt ab? Ah, das Ganze war, damit wir dort weiterkommen und ich... Ja, ja, ja. Herz. Herz. Herzchen. Mann, gib mir doch was Richtiges. Man kann nicht immer
Wenn. Tschüss. Tschüss. Da, Herz. Sehr schön. Wollen wir nicht heilen. Gut schon geheilt. Ja. Noch was? Ja. Nice. So haben wir sogar komplett geheilt. Ah, ey, ja, das ist doch unfair. Spawn direkt am Anfang. Ja, hallo. Chillt mal. Chillt mal eure Köpfe. Lass mich in Ruhe. Aua, Manu. Oh, hier sind. Oh, dafür war der, war die Bombe. Ah, verschwendet! Ich hab Angst! Und weg ist er. Schade. Schade. Jetzt ist er weg. Schnell durch, haut ab. Okay, hat's geklappt? Hat geklappt? Ah, hat geklappt. Tschüss. Boah. Skelette sind wirklich nicht einfach. Sollte man nicht unterschätzen. In ihren Boomerang. Knochenrang, Bonerang. Okay, komm, rush einfach durch. Schnell. Hallo, hallo, Lava. Ah, ich brenne. Wie auch immer sie das überlebt. Ich hab magische Schuhe oder so. Ich hab keine Ahnung, Freunde. Ich hab wirklich keine Ahnung. Und wir sind kurz vorm Boss. Das ist doch gut. Denn hier ist direkt schon der Teleporter. Grottenende. Ah, tschüss. Okay, wir müssen rechts lang, glaube ich. Weil da ist ein Schalter. Aua. Zumindest sehe ich da einen Schalter. Und ja, okay, die Gegner spawnen immer wieder neu. Sollen sich nicht die erstmal wegzumachen. Schön. Und ist es auf Zeit? Muss ich mich jetzt beeilen? Ach komm, ach komm. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Na gut, fast. Heal. Wofür waren die hier nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Das Spiel sagt es mir auch nicht. Hier ist keine Info. Ich musste es mir auf magische Weise irgendwie merken. So. Ich glaube, es ist nicht auf Zeit. Sonst wäre der andere schon deaktiviert worden. Ich glaube, der war aktiviert. Aua. Okay, warten. Einfach warten. Einfach chillen. Scheinbar haben wir Zeit. Auch wenn die da hinten rechts blinken. Ich glaube nicht, dass das was bedeutet. So, komm zurück. Schatzi. Komm zurück. Piu. Okay, hat nicht halt zweimal gezählt. Sehr gut. Wir sind durch. Auf zum Boss. Oh, noch eine Heilung. Och man, da habe ich gerade meinen Trank. Egal, ich musste den Trank benutzen. Das war schon richtig irgendwie. Was geht jetzt ab? Lilly wusste, dass die Zutat, die sie brauchte, greifbar nah war. Aber sie fühlte auch eine dunkle Präsenz. War es ein echter Drache? Viel schlimmer. Der Flammenpatron. Du bist also die mächtige Heldin, die mein Reich betreten hat? Was habe ich mich danach gesehen, Knochen und Fleisch eines dreckigen Menschen zu versengen? Dreh zur Seite, alles was ich brauche ist ein altes Löwenmaul. Weißt du es nicht, dummes Kind? Jeder, der in meiner Flamme verbrennt, reicht mir seine Seele. Du hast dich soeben einer Ewigkeit von Finsternis und Qual ausgeliefert. Wutte, Wutte, Herr! Ah, ah, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh nein, der spuckt die ganze Zeit diese blöden Feuerviecher aus. Oh mein Gott, und wie viel Schaden der macht. Ah, deshalb sind auch die ganzen Vasen hier zum Aufheilen zwischendurch. Das ist nett. Das ist das Mindeste, was sie hätten tun können, ja? Okay, und scheinbar ist eine Schwachstelle der Bumerang. Denn der hat jetzt bislang gut Damage gezeigt. Und schaut mal. Ich lag wohl richtig. Aber was passiert jetzt? Hä? Ah, komm, treff ihn. Ich meine, seine Untertanen hier zu treffen, sage ich jetzt mal. Ist auch nicht schlecht, auch nicht verkehrt. Aber das Beste ist natürlich, ihn selbst zu treffen. Die Wurzel allen Übels. Verdammt, der kriegt mich richtig down, Mann. Nein. Heal, heal, heal. Heilung. Bam. Das ist gar nicht mal so leicht. Man könnte das sein, dass die Vasen... Ne, die kommen nicht wieder, ne? Ah, Mist, Mist. Komm, Angriff. Nur kann ich auch so schlagen. Ich kann auch so schlagen. Oh. Okay, Bombe. Keine Ahnung, ob die was bringt. Aber ich kann ihn auch so schlagen. Oh, jetzt habe ich ihn richtig sauber gemacht. War es letzte Phase oder was? Ah.
Die Bombe, die hilft! Die hilft! Ah, was ist das hier für ein blöder Feuerspiralkreis? Oh mein Gott! Komm, kill ihn endlich! Kill ihn! Was? Ah! Ist er jetzt mal down? Oh mein Gott, was geht da ab? Oh, die Bombe hat ihn erledigt. Ein Erzcontainer für uns. Genauso wie die feurige Zutat. Zwei von drei Zutaten haben wir nun. Jetzt nicht nur die grüne, sondern auch die rote da glücklich. Ach, die Rekrutin schon wieder. Sie hat ja schon aufgegeben als gedacht. Ich komme aber euch ein altes Löwenmaul zu bringen. Bitteschön. Kann es denn wahr sein? Kein Zweifel. Sein würziges Aroma juckt bereits in meiner Nase. Eine einzelne Rekrutin beschert uns ein weiteres Mal einen Hoffnungsschimmer. Ich würde gerne die dritte Zutat finden, aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Welch Wagemut. Eisorchideen findet ihr in den verschneiten Gebieten des Schneefallgipfels. Der Lift, der euch dorthin bringen wird, sollte nun repariert sein. Viel Spaß, viel Glück. Begibt euch vom Blütenschloss nach Wortwesten, um ihn zu finden. Nie ohne Seife waschen. Verstanden, oben links. Wartet, zieht euer Schwert, Rekrutin. Und dann? Was zur Hölle? Hä? Eure Wirbelattacke ist nun noch mächtiger. Möge unser Segen euch für Nutzen sein. Geht nun, junge Ritterin, geht nach Norden zum Schneefallgipfel und besorgt eine Eisorchidee. Sie haben es komplett aufgegeben, die Ritter, und ich bin die Einzige, an die sie noch glauben. Oh yeah, macht wahrscheinlich jetzt mehr Schaden. Aber sonst hat sich jetzt gerade nichts geändert an der Attacke. Aber macht ja auch nichts! Es sieht ja trotzdem noch ziemlich cool aus. Und der Boss war doch nicht so schwer, wie ich dachte. Ich muss so generell in meinem Spiel sagen, dass ich mir mehr wünschen würde, dass man generell einfach besser erkennen kann, ob man jemanden trifft oder nicht, ob man jemandem Schaden zufügen im Moment oder nicht. Das finde ich ziemlich schwer herauszufinden. Glücksspiel, Gabby! Was für ein weiteres Spiel? So, das hat man schon mal gemacht, ne? Nein, meine Glückssträhne ist nicht so hoch. Lassen wir lieber. Wie komme ich da bitte ran? Boom. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir auch nicht ran. Vielleicht ist es ja nur Deko. Wer weiß das schon. Ich weiß nur, dass wir jetzt auf und ab müssen nach ganz links. Wie kommen wir denn da lang? Auf jeden Fall müssen wir erstmal vom Dorf nach unten. Oder was heißt vom Dorf? Vom Schloss aus. Nach ganz unten. Achso, ich hätte den Teleporter benutzen können, ne? Ja, jetzt glaube ich zu spät. Aber wofür es nicht zu spät ist, ist hier was freizusprengen für ein Haus, wo wir vorher noch nicht hinein konnten. Mit einer Truhe. Mit einem weiteren von diesen Spark-Sedel-Dingern. Da, jetzt haben wir einen von vier. Oh, stimmt. Da war ja was. Na gut, müssen wir ein paar weitere sammeln. Aber hey, wir haben zumindest ein weiteres gefunden und das ist sehr viel wert. Apropos, was ist denn hier eigentlich drin? Ja, aber noch gar nicht. Großmutter. Nordwestlich vom Blütenschloss solltest du den großen Lift finden. Ach so, hier wohnen wir. Das ist auch die Blüte, das soll eine Blüte darstellen am Haus hier. Ah, hier wohnen wir, hier haben wir angefangen. Ach so. Jetzt habe ich es auch mal gecheckt, Freunde. Ja, bisschen spät. Besser spät als nie, oder wie sagt man? Wie sagt man so schön? Da, wo die Blüten sind. Da sind die Blüten. So, jetzt lass mich hier raus. Das nächste Abenteuer ruft. Und ich gehe mal davon aus, dass ich einfach von hier aus zwei Bildschirme nach links kann. Und dann bin ich dann im neuen Ort. Vielleicht brauchen wir da einen Bumerang. Würde Sinn machen, weil wir haben ihn gerade bekommen. Also würde es Sinn machen, den jetzt auch gleich zu Gebrauch zu machen. Schade, da ist nichts. Irgendwie müssen es aus. Könnte da was sein. Oder hier auch hinter den Bäumen, aber da kommst du ja gar nicht ran. Nee. Dann wird das schon wohl nicht sein. Oder? Warte mal. Waren wir hier schon? Und hier sind diese Felder auf dem Boden. Da war doch auch irgendetwas. Geschossen! Schon später vorbei. Nee, ich meine, hier waren wir sogar schon. Haben hier bei diesem Typen eingekauft. Nein, nee, doch, das war, glaube ich, schon mal so ein Ding, was geschehen ist. Und hier kommt einfach durch. Oh. Oh. Oh.
Doch schau mal, wie groß die Welt noch ist. Wenn dort links der dritte Dungeon ist, dann haben wir mindestens noch den kompletten oberen Screen und zum Teil auch noch den rechten Teil des Screens noch komplett zu befüllen. Da muss mindestens so ein vierter Dungeon oder so kommen. Keine Ahnung, Freunde, aber kommt noch was. Da wird noch mehr Abenteuer hinterstecken. Und was geht hier ab? Rätsel. Ja, Rätsel. Und ja, zum Teil ist das Display auch einfach für mich, weil ich mir das neue Zelda nicht holen kann. Oh, was ein Dilemma. Warte, stopp. So. Ja, okay, es ist halt selbsterklärendes Rätsel. Dauert ein bisschen. Aber es ist wirklich einfach. That was easy. Ja, aber noch sind wir nicht fertig. Und ich muss warten, und ich muss warten. Und jetzt kann ich. Und. Oh, das ist ja nervig. Meow, meow, meow. Aber ich hoffe, euch unterhält dieses Let's Play. Falls ich euch gesagt haben sollte, es gibt einen zweiten Teil von Blossom Tales, den wir natürlich auch noch spielen werden. So, und hier drinne. Was ist Aufwand wert? Schriftrolle von Elisa. Novizen und Ritter kommen einmal im Jahr hierher, um medizinische Blumen zu sammeln, die nur einen Tag lang blühen. Es ist Tradition bei den jungen Novizen, dass sie mit Rittern zusammengetan werden, die sie toll finden. Abseits der Monster und Banditen ist das ziemlich romantisch. Mama erzählte, dass Papa so nervös war, dass sie seine Rüstung zittern hörte. Vielleicht hätte ich einen Ritter fragen sollen, ob er mich begleitet. Bin gespannt, zu was diese Story von Elissa führen wird. Es wird ja einen Grund geben, dass wir die ganze Zeit was von ihr hören. Und ich merke erst jetzt, dass ich nicht die ganzen Geister so das eingesammelt habe. Aber das mache ich bestimmt noch. Ich werde da bestimmt noch dran denken. Auf jeden Fall werde ich da dran. Ja, auf jeden Fall werde ich da dran denken. Genau. Das kommt noch, Freunde. Richtig. Und das hier scheint nicht richtig zu sein. Was geht denn hier ab? Ziehen. Oh, das ist ein Rückweg. Verdammt. Das heißt, wir kommen hier gar nicht nach links. Zumindest nicht über die Brücke raus. Ja, da bestimmt über einen großen Umweg gehen. Oh. Warum? Wieso? Weshalb? Wie soll man da bitte hinkommen? Hä? Dadurch? Moment. Kann man da irgendwie nach oben? Geht das? Das sieht überhaupt nicht aus, als würde es gehen, aber... Jetzt bin ich interessiert. Ja, obwohl... Es wäre zumindest halt auch das Einzige, was mir einfallen würde, um da hoch zu gelangen. Warte, wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn überhaupt erstmal... dort hinauf. Das ist so ein langer Umweg. Geht das überhaupt? Oder verschwende ich gerade meine Zeit? Na wohl. Moment. Lasst es mich ausprobieren, Freunde. Warte. Moment. Okay. Da oben ist doch frei, aber ich glaube, das wird auch nichts ändern. Weil hier kann ich auch bestimmt nicht. Nein. Okay. Hätte ja sein können. Ich bin mal nach Golems Zuflucht zurückgekehrt. Zum einen wegen den Federn, die mir gerade eingefallen sind. Und zum anderen, weil ich glaube, dass wir hier eventuell von dem Teil aus nach oben gelangen können. Wenn ihr seht, was ich sehe. Für mich? Ich hoffe, es ist nicht noch ein Brief von dem Spinner, den ich der wippenden Blume kennengelernt habe. Wo hat er nochmal gearbeitet? Im Postamt? Er schickt mir ständig Pandalilien, die romantischste Blume überhaupt. Ugh, ich hoffe, der hier kommt von einem süßen Ritter. Danke. Oh, wir haben einen Briefjob? Ich bin Jennifer. Oder einfach Jen. Oder J-Dog. J-Drizzle. Jizzle. Klein J. Jiggy J. JJ. Oder was auch immer. Oha. Sie ist eh auf jeden Fall in der Hut, Mann. Jo. War das cringe genug? Ich hoffe doch. Ich glaube.
glaube, man kann bestimmt... Schaut mal, man kann einfach nach oben. Ja. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir in dem Gebiet. Wir haben keine Sorge, wir werden schon noch alle Quests machen. Ich weiß nicht, wie viele Herzen es insgesamt gibt. Wir haben jetzt, ich glaube, 8 Stück. Es wird wahrscheinlich... Weiß nicht. Ich kann mir so 12 vorstellen. Was seid ihr für Gartenzwerge? Aua! Hä? Meine Steuerung ist falsch! Ah, ah, Hilfe! Ah, kann ich bitte? Ah, okay. Was zur Hölle? Kann meine Steuerung umkehren? Warte, wenn's nach rechts nicht weitergeht, aber hier trotzdem Lampen und alles sind, ist hier dann trotzdem noch irgendwie irgendwas? Irgendwie irgendwas. Oh, ein Baum! Die müssen wir doch alle retten nun. War das nicht so? Ist das vielleicht der letzte, der gefehlt hat? Ja, stimmt. Lilly hatte nun alle Baumgeister, die unter Krokos üblen Bann standen, befreit. Der Baumlord würde ihr sicher dankbar sein. Jetzt... Ich weiß aber nicht, wie ich zu dem hinkomme. Der ist doch... Oh, der war da links, glaube ich. Okay. Wenn ich einen Teleporter sehe, dann gehe ich mal zu ihm hin. Aber bislang... Gucke ich mich zuerst einmal hier um. Insofern das möglich ist. Jetzt haue ich gerade ab. Aber vielleicht können wir eine Abkürzung. Das ist doch der Ort. Nein? Das ist nicht der Ort mit der Abkürzung? Hm? Hier waren wir schon. Doch, das ist der Ort mit der Abkürzung. Siehst du? Sag ich doch. Geil. Sehr schön. Und wir können auch... Aua. Hier hinunter. Hui. Wird uns hier erwarten? Große Schätze oder eher eine Fee? Ja, die Fee ist es wieder. Willkommen in unserem Heiligtum. Hier. Ein Herzteil und somit haben wir genug für einen weiteren Herzcontainer. Jetzt haben wir 9 Herzen. Also ich bleib dabei. Wahrscheinlich gibt es so um die 12 Herzen. Würde ich mal schätzen. Von den Erweiterungen, von der Energie her, wahrscheinlich noch viel mehr. Also auch so ungefähr so viel, bis man bei den Leisten, bei den Herzleisten, bei so 12 Herz angekommen ist. Damit das Grüne da unten ungefähr der gleichen Länge ist, was ich meine. Hoffentlich. Ansonsten, spult ihr nochmal 50 Mal zurück, bis ihr es verstanden habt. Ha! Nur ein gutes Videospiel hat ein Secret hinter dem Wasserfall. Was wird das hier für ein Donkey Kong Country 3 Summon's House Minigame? Badam, 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 badam. Links, rechts, unten, oben. Links, rechts, unten, oben, oben, links. Und fertig! Nein. Rechts, unten. Rechts, links. Nein! Das ist immer anders. Rechts, links, rechts. Ich muss von vorne? Ernsthaft? Oben, links, unten, rechts, unten, links. Dumpa, dumpa, dum, bum, bum. Okay. Oben, links, oben, rechts, unten, links, unten, links, oben, rechts. Noch weiter! Oben, rechts, oben, rechts, oben, rechts. Unten links, unten rechts, oben. Komm, das kann ich nicht verkacken, das kann ich nicht verkacken. Wieso? Nein, bitte nicht unter. Oben rechts, unten links, unten links, unten rechts, unten rechts, unten links. Bitte. Nein, es geht noch weiter. Ich cheat jetzt, ich schau meine Aufnahme. Könnt mich mal. Also natürlich nicht ihr, aber ihr wisst, was ich meine. Es geht noch weiter! Dies ist doch irre! Ist vorbei. Ohne Cheating hätte ich das eh nicht geschafft. Ganz ehrlich.
Vor allem das Problem ist, die haben ja alle einen eigenen Sound, was ja cool ist. Wenn man sich den Sound nochmal vorher anhören könnte, und bevor man sich entscheidet, den jetzt zu drücken. Wisst ihr, was ich meine? Weil dann hört man einfach nur, okay, die Melodie ist. So, sagen wir mal, das ist die Melodie. Aber ich habe jetzt leider nicht mehr merken können, welcher davon aufgeblinkt hat. Dann tue ich einfach nochmal kurz schlagen. Das ist die Melodie. Ja, drücken, fertig, nächster. Wisst ihr, was ich meine? Das würde doch viel mehr Sinn machen. Na gut, was soll's. Eine Schriftrolle von Elissa. Golems Zuflucht ist Heimstatt des Feenklees, ein besonderes Gewächs, das einer der ersten Druiden aus einem fernen Land mitbrachte. Es heißt, dass es in Kombination mit anderen seltenen Zutaten Flüche und böse Zauber entfernen kann. Ich frage mich, ob es auch die Stimmungsschwankungen meiner Mentorin zähmen könnte. Oha. Ein weiterer Butterfly-Begleiter, den ich benutze. Und ebenso noch ein. Freunde, in der nächsten Folge geht das Abenteuer weiter. Wir werden den dritten Dungeon finden, vielleicht noch ein paar Sidequests machen und vieles mehr. Seid gespannt.